Hallo, liebe Diebsi-Freunde, zu einer neuen Ausgabe von Assassin's Creed Rogue. Und wir werden jetzt hier mal diese Stelle synchronisieren. So, was haben wir denn hier noch? Eigentlich nicht mehr viel, oder? Nee. Na gut, dann geht's hier abwärts. Geht's denn hin? Ah. Gut. Weiter geht's. Mit der Hauptkampagne. Nicht wundern, wenn hier. Ja. Wollen wir dann? Soll ich sagen? Ihr seid bester Laune, Shay. Alles aufgedeckt wird. Nicht. Wir haben eine neue Waffe und können sie wohl bald einsetzen. Nebenbei, Templer sind meist gut bewacht und ich bin sicher, Smith macht da keine Ausnahme. Und diese Baupläne bringen noch einen weiteren Vorteil. Die Morrigan hat jetzt eine Ramme, die das Eis durchbrechen kann. Ich hörte von dieser Technologie, aber sie aber nie in Aktion gesehen. Was ist denn mit Smith? Wo steckt er? Da ist er. Ein günstiger Zeitpunkt. Göttin Fortuna schenkt euch ihr Lächeln. Wir sind entdeckt. Verfolgt ihn. Aber schießt nicht. Wir dürfen die Schatulle nicht beschädigen oder gar versenken. Kann dieses Fass auch schneller? Immerhin ist mein Schiff noch seetüchtig, Chevalier. Also, wer ist sehr gescheit. Komm nicht zum Reden. Element. Samuel Smith ist Schatzmeister der Templer. Was er hier auf sie will, erschließt sich mir nicht. Vielleicht wollte er jemanden retten. Oder schießt auf sie ab. Hätte meine Verbündeten angegriffen. Was muss geschehen sein? Er war lange auf Reisen. Jetzt können wir ihn schnappen. Smith verwaltet die Reichtümer. Washington vertraute ihm die Vorläuferschatulle an. Er könnte sie noch haben. Shay hat recht. Die Schatulle geht vor. Also können wir ihn nicht versenken. Wir müssen sein Schiff kapern oder ihn zum Stranden zwingen. Sorry. Seht, Captain. Er bricht durch das Eis. Ihr scheint nicht der Einzige mit einem Rammsporn zu sein, Shay. Hoffentlich ist unserer ebenso gut. Es klappt. Der Weg ist frei. Gut erneut ist euch das Glück drum. Aber verschwendet keine Zeit mit Jubeln. Smith entwischt uns. Oh, oh. Die Gewässer sind voller... Eine Falle! Aber diese Diablo noch fair. Smith darf nicht entkommen. Komm, hoch, hoch. So, jetzt muss ich verteidigen, oder? Das ist auch witzig. Was haben wir noch? Ach. Okay. Können wir jetzt weitermachen? Ausschlacht natürlich. Irgendwann mal das Schiff reparieren. Wo ist das Schiff geblieben? Beseitigen wir zunächst diese Ablenkung. Ja. Wir finden ihn. Feuer, Schwachstelle! Schießt drauf, Captain! Auf euer
Zeichen, Captain! Feuer! Lasst sie da! Feuer! Sie geht unter! Ha, ich bin verschieden, Max! Smith, ihr segelt weiter. Sicher wollte er euren Untergang beiwohnen. Da muss ich ihn enttäuschen. Er ist noch in Reichweite. Da geht's lang. Los, Segel! Los geht's! Robert! Immer dieser Stress hier. Welches Teufelswerk ist das? Noch eine Templer-Taktik. Sie können das Wasser mit Flammen überziehen. Vorsicht, Jay. Wir könnten zur Asche werden. Das ist nichts als ein letzter verzweifelter Versuch. Er weiß, dass wir ihn haben. Oh oh. Der Wind frischt auf. Gegenwind. Na ja, komm. Natur will uns hier nicht. Sie straft uns mit heftigem Wind. Oh, oh, oh. Sir, vor uns! Rapport, wie steht es um uns? Jetzt wissen wir, wo es hingeht. Der Bastard hat ein Lager hier. Folgt niemand lang. Feuert auf keinen Fall mit den Kanonen in der Nähe der wertvollen Schatulle. Ich kümmere mich darum. Ah ja, alles, keine Panik. Das fängt nicht auf. Ja, ja, fängt nicht raus. Luftfall habe ich. Ja, ja, zieh raus. Hör mal raus, danke. So. Komm mal drauf. Achtung. Ihr hier tut, Assassine, die Bruderschaft benutzt euch. Yeah. Das ist dein Ende, Assassine. Ja, dein auch. Das kann nicht sein. Nein. Wisst ihr überhaupt, was das ist? Ein uraltes Artefakt. Ein Schatz von jenen, die vor uns kamen. Ja. Aber was soll's? Selbst die größten Wissenschaftler aus ganz Europa konnten es nicht zum Laufen bringen. Jetzt fehlt nur noch das Manuskript. Und dann wird alles enthüllt. Ah, schade. Aber immerhin 90%.
Wenn das Öl, ja. Und? Was haben wir hier? Ui, Daniel. Ruhe. Was? Öl, hä? Bin ich jetzt blöd oder was? Kommt da nicht hoch? Gut, dann eben nicht. So, weiter geht's. Tschüss. Glaublich. Wir plündern hier die Leute. Haben auch ein bisschen Geld dabei. Ja, immerhin. So, das war's. Tschüss. Seid ihr wahnsinnig, oder was? Leute. Ja, ja. Warte mal, was ist eigentlich hier unten? Ah, Schiff aufrüsten. Okay, was haben wir hier? Alles klar. Nee. Da müssen wir nicht hin. Das passt soweit. Weiter geht's. Mit der Mission.
Stromberg ist am Steuer. Ich habe die Vorläufer-Schatulle. Smith ist tot. Oh. Ja, Schnellreise, alles klar. Sehr gut, Shay. Wo ist der Chevalier? Zurück zu Garfour. Wir müssen ohne ihn feiern, fürchte ich. Mir ist nicht nach Feiern zumute, Liam. Ich weiß, wir brauchen diese Artefakte zurück, aber um welchen Preis? Samuel Smith. Er konnte kaum das Schwert führen. Ihn zu töten war notwendig. Aber nichts aber. Smith war ein gefährlicher Mann, ein Templer. Und das Schlimmste, er hatte die Schatulle. Ihr solltet stolz sein, Shay. Vielleicht. Wir sollten jetzt nach Albany. James Wardrop, dem Lawrence Washington das Manuskript gab, wird dort sein. Ezego Vasi berichtet, dass James Wardrop viele Stämme von ihrem Stammland vertrieben hat. Wir haben Beweise, dass er hinter Massakern steckt. Er ist einer der skrupellosesten Männer in den Kolonien. Er nutzt die Buchstaben des Gesetzes für seine Zwecke. Und wenn das Gesetz nicht für ihn spricht, findet er Abgeordnete, die es beugen. Denkt an meine Worte, Shay. James Wardrop ist Bürokrat und denkt bei seinem Handeln nicht an andere. Genau, das machen wir jetzt auch. Brauchen nämlich wieder ein paar Rohstoffe. Raus aus der Böe! Segel hoch! Sorg dafür, dass ihr diesen Tag verflucht! Mal diese Kanone hier probieren. Ah, Mann! Oder so. Geht auch. Die Kohle wieder mit. Weiter geht's. Mal kurz auf die Karte schauen. Wo sind wir eigentlich hin? Geh hin, ne? Sind wir? Sehr gut!
komm. Alle Segel setzen. Machen wir schon. Da zu dieser Siedlung, dem Leuchtturm, jetzt geht. We run brothels. Ah, ja. Import and export whatever the people want. Provide. Yeah. Die Außen, oder? Das ist wieder außen. Ach so, klar. Leute. Hopp. Ja. Nichts zu holen, das. Außer deine Truhe. Langweilig. Halt. Ja. Dann eben nicht. This is not for you. Ja. I want to move that shipment of typhoid fever cure by the end of the week. Muss versuchen. Sorry. Scheiße. Sehr gut. So, ah ja, da oben ist der Aussichtspunkt. Komm. Nicht hoch, oder was? Auf geht's. Hopp, da müssen wir hin. Leute. Ich kann keine Geisel mehr freien, ich muss jetzt hier mal kurz was aufdecken. Sorry. Komm gleich wieder. Komm.
Und hopp. Und hoch. Geht doch. Jetzt mal runter hier. Komm, weiter, weiter, weiter. Und weiter, weiter. Hier muss ich Geiseln befreien, okay? Ah! Entschuldigung. Resistance is not in your best interest. Desist. Schwinde hier. Tschüss. I can get him from here. Nee, glaube ich nicht. Mal sehen. So. Jetzt aber, oder? Ja. Captain ist am Ruder! Bringt die Hauptsegel in den Wind! Und wo geht's jetzt hier lang? Da hinten. Okay. Man muss einmal darüber. Nee, verstehe. Wir müssen hier nach links rüber. Das werden wir aber erst in der nächsten Folge dann machen, so wie es aussieht. Gefährlich, das Schiff. Old skipper, you cannot catch me in the windy old weather, stormy old weather. When the wind blows, we'll all pull together. If we sighted a thrasher, a slash in his tail. Time now, old skipper, to hoist up your sail. In the windy old weather, stormy old weather. Captain! Immer schön. Leichtfahrt. Ah ja, da müssen wir rein. Moment. Oh. Dann sind wir hier durch.
Dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle wieder eine Pause. Wenn es euch gefallen hat, rechts oben Playlist, Daumen da lassen und ein Abo. Dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und ja, dann sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.